Das ist auch noch so eine Sache, wo wir uns auf jeden Fall hier in diesem Video auch zu äußern möchten. Tut uns sehr leid dann an der Stelle. Und ich finde das so unfassbar unfair, was der Kleine gekostet hat. Wird es bei einem Hund bleiben oder kriegt Juli ein Geschwisterchen? Junge, das ist ein Statement, Statement. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute gibt es tatsächlich, Trommelwirbel, keinen Vlog, sondern wir beantworten Fragen zu Juli, der kleine Racker, der hier unten sitzt. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ihr lebt wirklich hinterm Mond. Aber der letzte Vlog ist auf jeden Fall nochmal hier verlinkt, für die Leute, die da vielleicht nochmal vorbeischauen wollen und sich jetzt fragen, hä, wer ist Juli? Was? Ja, das ist unser kleiner Racker, vielleicht willst du ihn nochmal ganz kurz zeigen. Ja. Wollt ihr nochmal ganz kurz Hallo sagen? Den Leuten. Hallo, Leute. Hallo. Ja. Und das ist der kleine Racker auf jeden Fall. Und wir werden heute ganz viele Fragen zu ihm und zu uns und keine Ahnung was beantworten. Wir haben uns einfach gedacht, dass wir das machen, weil noch so viele Fragen offen geblieben sind in den Kommentaren. Das wäre jetzt irgendwie blöd, wenn wir da alle drauf antworten würden. So machen wir das in einem Video. Und morgen geht es dann weiter mit den Daily Vlogs. Ja, ich würde sagen, wir fangen an rauszusuchen und dann geht's auch direkt los, ne? Genau. So, ich denke mal, wir fangen erstmal ganz entspannt an. Wie alt ist der kleine Racker? Der kleine Racker ist fast 10 Monate. Nee, 10 Monate. Wahrscheinlich Monate. 10 Wochen alt. So, 10 Wochen alt, genau. Ja. Okay, jetzt reicht's. Nicht Mama. Schläft Juli bei euch oder in seinem eigenen Bett? Soll ich beantworten? Ich kann auch. Also am Anfang wird er auf jeden Fall in seinem eigenen Bettchen schlafen. Wir haben da, das zeigen wir euch in, glaube ich, wahrscheinlich dem nächsten Vlog oder so, wie er bei uns schläft momentan. Wir haben da so eine Box eingerichtet und so, aber das alles weitere. Aber grundsätzlich, macht er sehr gut. Grundsätzlich wird er auf lange Sicht bei uns im Bett schlafen, wahrscheinlich, je nachdem, wir gucken mal. Das spalten sich ja auch sehr die Meinungen, ob ein Hund auf die Couch darf und ins Bett. Ich glaube, 50% sagen ja, 50% nein. Wir gehören einfach zu dem Prozentteil, ja, und... Ja, also meine Mama sagt zum Beispiel nein, dann verliert der Hund die Gehorsamkeit und so. Ja, also ich möchte mit meinem Hund auch kuscheln und das auch abends im Bett und abends auf der Couch und keine Ahnung was. Wie groß und wie schwer ist der momentan? Also groß... Haben wir noch gar nicht gemessen. Nee, haben wir nicht gemessen. Können wir aber mal machen, weil wir es ins Buch eintragen müssen. Genau. Schwer haben wir aber schon gewogen. Der Kleine hat vor 2 Tagen noch 950 Gramm gewogen. Genau. Ich denke, da hat sich jetzt auch noch nicht so viel dran getan. Ja, vielleicht jetzt 951. Das kann sein. Man weiß es nicht. Könnt ihr einen eigenen Insta-Account für Juli machen? Ja, das ist eine Frage. Ne? Also, wir haben einen eigenen Instagram-Account für Juli gemacht und da waren ja auch die Meinungen so, ich sag mal, 98% so yay und 2% so buh. Ja. Und das ist auch noch so eine Sache, wo wir uns auf jeden Fall hier in diesem Video auch zu äußern möchten, weil dafür möchten wir dieses Video auch nutzen, um ein bisschen auf eure Kommentare einzugehen und ein bisschen Feedback zu geben zu eurem Feedback. Genau. Also ja, ihr habt einen Instagram-Account, der ist hier eingeblendet und auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt natürlich fragen viele, hey, warum macht ihr das? Wollt ihr jetzt mit dem Hund Geld verdienen? Wollt ihr den kommerzialisieren? Warum macht ihr das? Ihr könnt uns das glauben oder nicht, ist eure Entscheidung. Aber wir waren schon immer so Menschen und ich glaube, das sollten die Leute, die das geschrieben haben, glaube ich, kennen die uns auch gar nicht so gut, weil wenn man sich die letzten 3 oder 4 Jahre anguckt, die wir jetzt schon zusammen YouTube machen und die letzten 2,5 Jahre auf diesem Kanal hier und so, also ich glaube, man kann uns nicht unterstellen, dass wir Menschen sind, die irgendwas nur für Klicks machen, die irgendwas nur für Promo machen. Und genauso ist das halt auch mit dem Instagram-Account. Wir wollen auf diesem Instagram-Account ein Tagebuch führen. Das bedeutet, wir werden Bilder posten, wenn wir welche von ihm haben. Wir wollen einfach in 10 Jahren darauf zurückgucken und denken, boah, guck mal, krass, was wir mit dem Kleinen erlebt haben. Wir wollen einfach sehen, wie er aufwächst, wie er groß wird und so. Und ja, das ist der hauptsächliche Grund für den Instagram-Account, ganz einfach. So, wer dem folgen möchte, kann das natürlich gerne tun. Wir freuen uns natürlich auch und der kleine Racker wird sich auch freuen. Aber es ist jedem selbst überlassen. Wenn ihr da nicht vorbeischauen wollt, dann macht ihr das nicht. Alles cool. Aber für uns ist das halt so ein kleines Tagebuch-Ding und schadet ja auch keinem. Nee. Genau, dann noch eine Frage zum Instagram-Account, warum Julis Instagram-Account privat ist. Das werden wir am Anfang so handhaben, weil wir tatsächlich erstmal nur wollen, dass halt so die echten, er liegt gerade so super cute auf meinem Bein, dass halt wirklich die Leute, die auch wirklich über uns drauf kommen, aufmerksam werden, Entschuldigung, kleiner Mann, quasi den Account entdecken, aber das wird sich wahrscheinlich dann irgendwann in den nächsten Tagen, wir wissen es noch nicht, ändern, dann wird der Account öffentlich gemacht, aber ja, ist noch am Anfang.
Genau. Geht ihr mit dem Kleinen in die Hundeschule? Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn viele sagen, ja, das ist doch so ein kleiner Hund, der braucht ja gar keine Förderung oder muss nicht viel lernen, das ist ja nicht viel Arbeit. Leute, ich sage euch, auch ein kleiner Hund ist viel Arbeit. Und auch ein kleiner Hund braucht Regeln und, wie sagt man, Regeln und... Er muss sich einfach an gewisse Dinge halten. Genau. Und auch er darf nicht Respekt, alles machen. Also dieses Rudelverhalten muss er lernen, dass er halt in der Kette weiter unten steht als wir und so. Genau, wir lassen ihn jetzt, wie gesagt, erstmal hier zu Hause ankommen. Ne? Erstmal mit ein paar Sachen kennt er halt immer noch nicht. Der hat auch die ganze Wohnung noch nicht erkundet. Ja. Aber wenn es soweit ist, werden wir mit ihm auf jeden Fall in die Hundeschule gehen. Nicht zu spät, aber auch nicht zu früh. Wie gesagt, wir haben ja schon mal in dem Video gesagt, wir halten uns erziehungsmäßig viel an das, was meine Mama uns vorgibt. Weil wir halt sehen einfach, dass sie mit Sam einfach sehr viel richtig gemacht hat und sehr viel Ahnung von Hunden hat. Deswegen auch nochmal Grüße gehen raus an unsere Eltern, die uns auf jeden Fall unterstützen. Ja. Und die nächste Frage ist, wieso ein männlicher Hund? Und zwar das irgendwie so, also wir haben natürlich lange schon, wir wollten schon sehr, 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 sehr lange einen Hund haben. Alle, die uns schon länger verfolgen, wissen das auch. Gerade sie will schon seit ewigen Zeiten einen Hund haben und für mich ist Hund immer so, früher oder später kommt das safe, weil ich bin das aus meiner Kindheit gewohnt, aus meiner Jugend. Für mich gehört ein Hund zur Familie. Und die Sache ist halt, für uns war das, wir haben so darüber gesprochen und für uns war irgendwie weiblich, also ein Weibchen war gar nicht in unserem Kopf. Wir haben direkt über ihn gesprochen und so, er muss, so, das war voll in unserem Kopf einfach. War vielleicht auch eine Bauchherausentscheidung, keine Ahnung. Einfach so, wie man es fühlt. Ja. Dann noch einen richtig witzigen Kommentar, das habe ich auch jetzt auch als Frage ganz oft gelesen. Und zwar, du bist so groß und dann so ein kleiner Hund, sieht das nicht komisch aus? Also ich gehe davon aus, dass das bestimmt durchaus witzig aussieht. Oh mein Gott. Er hat gerade so gelegen und dann ist eingeschlafen und ist der Kopf so runtergerutscht. Ja, also natürlich sieht das wahrscheinlich witzig aus. Und wenn ich mal online unterwegs bin mit dem Racker, denken die Leute sich wahrscheinlich auch, huch, was ist denn da los? Aber zu dieser ganzen Groß- und kleine Hund-Sache kommen wir ja gleich noch. Aber es sieht eigentlich einfach süß aus. Sieht einfach süß aus, glaube ich auch. Ja. Eine Frage, die ganz, ganz, ganz oft vorkam und auch in den Kommentaren und sehr häufig vorgeworfen wurde, wo auch viele tatsächlich nicht sehr reflektiert gedacht haben. Das heißt, sie haben nicht wirklich darüber nachgedacht, was sie da geschrieben haben, gehen wir zumindest von aus. Und zwar der Vorwurf oder auch die Frage, warum wir uns keinen Hund aus dem Tierheim geholt haben. Für uns war das eine grundlegende Entscheidung. Und ja, natürlich, es gibt auch Welpen aus dem Tierheim. Wir würden gerne eine spezielle Rasse haben, der muss so und so und so und so sein. Klar, kann man uns jetzt Vorwürfe machen, können einige machen, kein Problem. Aber wir möchten einen Hund für die nächsten 10 bis 15 Jahre haben. Von mir aus 20, wenn der Kleine so alt wird. Dann ist es ja auch unsere Entscheidung, wie der Kleine sein soll. So, und für uns ist das Ding so, einen Hund aus dem Tierheim zu holen, wäre für uns eine Option gewesen, auf jeden Fall. Und ist auf jeden Fall in der Zukunft, eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht nur einen, sondern wahrscheinlich mehrere Hunde aus dem Tierheim zu uns holen oder aus südlichen Ländern oder aus östlichen Ländern, wo Hunde leider nicht so gut behandelt werden wie hier in Europa. Wir haben uns auf jeden Fall das Ziel gesetzt, irgendwann eine große Familie zu sein mit vielen Hunden. Und das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, also auch schon früher, wenn wir irgendwann ein Haus haben, so Gott will. Wollen wir 10 Hunde haben, das haben wir schon immer gesagt. Dann werden wir vielleicht unsere eigene Hundestation aufmachen, wo einfach 20 Hunde leben, keine Ahnung, man weiß es nicht, wenn uns die Möglichkeit gegeben sind. Aber momentan war es halt einfach schwierig, einen älteren Hund aus dem Tierheim zu holen, der vielleicht schon eine Vorgeschichte hat, der vielleicht schon Erziehung irgendwie in eine andere Richtung. Wir wollten einfach einmal, gerade am Anfang jetzt halt den Kleinen aufprägen und dann wirklich, auch da ist wieder der Punkt, kann man verstehen, muss man aber nicht. Das ist natürlich unsere Entscheidung und wir haben es jetzt mit euch geteilt. Und entweder ihr akzeptiert es, ihr müsst es nicht gut finden, aber ihr akzeptiert es oder halt eben nicht. Aber so ist unsere Entscheidung. Das kann man jetzt nicht rückgängig machen, wollen wir auch nicht rückgängig machen. Wir sind super zufrieden so. Dazu habe ich auch einen richtig guten Kommentar gelesen. Und zwar hat da jemand geschrieben, so hey, warum uns das vorgeworfen wird, weil die meisten, die das schreiben, haben wahrscheinlich selber keinen Hund aus dem Tierheim oder werden sich keinen holen oder so, da haben überhaupt keine Hunde. Ist halt immer, das ist halt YouTube und so. Deswegen, wir gehen da auch locker mit um. Aber wir kommen direkt zur nächsten Frage und zwar, werdet ihr bekannt geben, von welchem Züchter ihr den Hund habt? Ich sag mal so, nein. Nee, erstmal, erst das war ein privater Züchter und jetzt leite ich das Thema ganz gut ein mit Zwergspitz, Pomeranian und den Vorwürfen, von wegen, warum wir uns so einen Influencer-Hund oder einen Hype-Hund geholt haben. Und ich finde das
so unfassbar unfair, dass es wirklich Leute gibt, die uns beiden das vorwerfen, dass wir uns einen Hund nur zu Promo-Zwecken geholt haben. So, wir sind beide Menschen. Ich bin mit einem Hund aufgewachsen, liebe Hunde über alles. Sie ist ein Mensch, die sich seit klein auf schon einen Hund wünscht, aber durch private Sachen halt nie irgendwie sich einen Hund holen konnte, aber trotzdem immer den Wunsch hatte, sich einen Hund zu holen. Und unser Ding war jetzt halt gerade, dass wir aufgrund unserer Lebenslage halt mit einem großen Hund, wie zum Beispiel Sam ist, einfach nicht so zurechtgekommen wären. Ja. So, das ist halt einfach Fakt. Und ein großer Hund ist erstens viel mehr Verantwortung, viel mehr Zeit, viel mehr, dass du, wenn du unterwegs bist mit Freunden oder so, du bist viel mehr gebunden. Heißt nicht, dass ein kleiner nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Nein, das sag ich aber nicht. Ein großer einfach viel mehr. Ja. So, und wie ihr hier schon auch mitbekommen habt, wir sind immer viel unterwegs, wir sind oft auf Reisen und klar, auch mit einem großen Hund kann man auf Reisen gehen, aber wenn der Kleine sich hier eingelebt hat und keine Probleme mehr hat, dahin zu fahren, dann muss er muss klein sein, damit wir ihn immer schnell mit überall hinnehmen können, wenn es mal fix gehen muss. Das geht leider bei einem großen Hund nicht. Und auch mein Herzenswunsch schon immer ist es, irgendwann einen Golden Retriever zu haben. Das ist mein absoluter Favorite Hund seit Tag 1. Ich kann keinen schöneren Hund vorstellen als einen Golden Retriever, außer der kleine Juli hier unten. Und wir haben uns ihn nicht geholt, weil er gerade im Hype ist. Ja, und wir finden es einfach irgendwie ein bisschen unfair. Und klar, dass viele würden jetzt sagen, so ja, jetzt weint doch nicht rum, wir weinen doch überhaupt nicht. Ihr dürft sagen, was ihr wollt, wir haben nicht einen einzigen Kommentar gelöscht, weil das ist alles Kritik und es haben auch alle, die das geschrieben haben, eigentlich einigermaßen vernünftig geschrieben. Aber man muss uns halt auch einfach zugute heißen, sowas denkt über uns, also dass wir einen Hund für Promo-Zwecke holen müssen, dem ist halt auch einfach dann nicht mehr zu helfen. Dann soll er das denken, tut uns sehr leid dann an der Stelle, aber das ist definitiv nicht der Fall. Zu diesem Zwergspitz-Thema und Pomeranian-Thema, da gibt es auch Meinungen, die sich streiten. Also wir haben zum Beispiel gehört von einer Tierärztin, dass es noch Unterschiede zwischen Pomeranian und Zwergspitzen gibt, weil jeder Pomeranian ein Zwergspitz ist, aber nicht jeder Zwergspitz ein Pomeranian, weil Pomeranian sind noch mehr gezüchtet zu diesem Teddybär-Ding hin und so. Die Nase ist einfach rundlicher, genau, die Beine sind noch kürzer und es ist alles noch mehr so Teddybär-gequetscht mäßig und das ist der kleine Racker definitiv nicht. Also er ist mehr ein Zwergspitz, das sieht man auch an seiner Spitzen. Ja, genau, also er ist auf jeden Fall Zwergspitz. Alles andere über Hunderassen und so muss ja jeder für sich selber entscheiden. Wir sind super glücklich mit dem kleinen Mann. Er hat sich hier toll eingelebt. Das werdet ihr in den nächsten Vlogs auch sehen. Aber grundsätzlich erstmal die Kritik, die viele geäußert haben, abseits der Rasse und sowas alles, nehmen wir alles super gerne auf. Es schreiben hunderte Leute auf Instagram, hunderte Leute in den Kommentaren, hey, denkt doch mal an das, macht mal jenes, macht mal dieses. Wir versuchen alles zu verarbeiten. Klar, der eine sagt das, der andere sagt das, dann wissen wir, für wen entscheiden wir uns jetzt. Dann machen wir einfach so, wie wir denken. Genau, wie wir es fürs richtig halten. Und klar, wir werden wahrscheinlich nicht alles richtig machen. Aber ey, es ist unser erster Hund. Hier, toi, 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 nicht der letzte. So. Das ist wie bei Kindern. Fragt jedes Elternteil da draußen. Wenn man zwei Kinder hat, sagt jedes Elternteil, beim ersten Kind hat man nicht alles richtig gemacht. Weil man viel zu vorsichtig war und viel zu sehr Angst hatte. Beim zweiten Kind weiß man es immer besser. Ja, deswegen. Keine Ahnung, wie er sich entwickelt. Wir wissen es nicht. Wir können in zwei Jahren hier sitzen und denken, oh, wir haben alles richtig gemacht. Oder hätten wir vielleicht was anders gemacht, keine Ahnung. Okay, also ich hoffe, damit ist die Sache geklärt und jetzt kommen wir noch ein paar positiven Sachen hinzu. Ja. Das war auch übrigens dieses, wir reagieren auf Kommentare, weil das war also wirklich die Hauptkritikpunkte. Ansonsten war es einfach nur, hey, der ist super süß und wir freuen uns für euch. Und auch grundsätzlich danke nochmal für das Feedback, weil das war unfassbar. Wir hätten es tatsächlich, können wir ja offen sagen, wir wussten ja und wir haben uns vorher auch Gedanken über dieses Thema gemacht, was die Leute sagen, also was ihr sagen werdet. Und wir hätten es viel negativer erwartet, aber ey, ihr seid so krass einfach. Dass wir so eine tolle Community wirklich haben. Das ist einfach unfassbar und danke dafür für das Feedback. Und jetzt gucke ich mal, ob ich noch ein paar nette Fragen finde. Ja. Ganz, ganz coole Frage. Und zwar, wenn man euch mit dem Racker irgendwo mal sieht, darf man ihn streicheln? Also ich denke, ja. Klar, es ist natürlich immer ein Unterschied, so kommt man jetzt angerannt, macht man ihm Angst und läuft auf ihn zu und knuddelt ihn und hebt ihn hoch. Genau, ne? So. Aber wenn ihr uns überhaupt grundsätzlich, wenn ihr uns trefft, ihr könnt uns immer ansprechen, wirklich. Ja. Egal, wirklich. Nur kommt dann einfach, sprecht uns nett an, fragt, hey, können wir vielleicht ein Bild machen? Alles cool, nur bitte nicht dieses Beobachten. Und nicht heimlich dieses Fotos machen. Heimlich Fotos machen, 10 Minuten hinter einer Ecke stehen, tuscheln, keine Ahnung was. Wirklich. Kommt einfach zu uns, sprecht uns an, alles cool. Und das gilt auch, wenn wir mit dem Racker unterwegs sind. Wenn der Kleine dann dabei ist, dann einfach vielleicht
ganz entspannt, ruhig hinsetzen, ganz entspannt streicheln, dann ist das kein Problem, aber halt nicht so, dann ist er natürlich auch aufgeregt und aber sonst dürft ihr sehr, sehr gerne. Sehr, sehr, sehr gerne, na klar. Okay, eine Sache, worüber wir noch reden möchten, sind, das wurde auch ganz oft gefragt, was der Kleine gekostet hat. Also ich finde persönlich, spielt keine Rolle, war uns auch völlig egal. Es ist kein Pomeranian, so wie der von vielen Instagram-Züchterinnen auch verkauft wird. Deswegen kostet der auch keine 5000 Euro. Ja. Deswegen können sich bestimmt viele denken, wen wir gerade meinen. Und nein, von da haben wir ihn nicht. Genau, also und wir haben ihn auch von keinem anderen Instagram-Züchter. Wie gesagt, es ist ja auch kein Pomeranian. Nichts mit Instagram und YouTube zu tun. Einfach ein privater Züchter. Ganz toll. Genau, der das einfach mit viel Liebe macht und auf ganz entspannter Basis, sagen wir mal. Und nicht diesen Hack-Mack mit Tiere produzieren am Fließband und aus dem Ausland holen und dann als die eigenen verkaufen und so. Alles gut. Ja. Wird es bei einem Hund bleiben? Jedes Mal, wenn wir ruhig sind und den Kommentar raussuchen und dann anfangen zu reden, muss er dreht sich wieder. Wird es bei einem Hund bleiben oder kriegt Juli ein Geschwisterchen? Spannende Frage. Witzigerweise haben wir uns da auf jeden Fall schon sehr viele Gedanken drüber gemacht. Ihr wisst ja, wir wollen am liebsten 10 Hunde gleichzeitig haben, aber man weiß nie, was die Zukunft bringt. Das würde ich sagen. Abwarten. Tee trinken, nicht? Ne? Okay, letzte Frage. Ich glaube, das Video geht eh schon viel zu lange. Und zwar, wollt ihr ihn, wenn er soweit ist, kastrieren? So, und das ist ehrlich gesagt eine Sache, wo wir uns noch keine Gedanken drüber gemacht haben. Da haben wir auch mit meiner Mama noch nicht drüber gesprochen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreibt. Also kastrieren, ja oder nein? Und wenn ja oder wenn nein, dann warum? Also würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen, weil wie gesagt, ihr merkt ja, wir gehen auf eure Kommentare ein. Wir versuchen dann ja auch umzusetzen. Deswegen an der Stelle wäre es super nice, weil wir sind noch unentschlossen. Sam ist zum Beispiel auch kastriert und bei ihm ist alles super gelaufen. Deswegen, keine Ahnung, wir haben uns aber noch nicht informiert über das Thema. Deswegen schreibt gerne mal eure Meinung rein. Und wir werden jetzt mit dem Kleinen noch ein bisschen kuscheln. Er träumt gerade so krass süß. Das ist so unfassbar. Das ist echt, echt richtig, richtig cute. So, und dann würde ich sagen, war es das mit diesem Fragen- und Antworten-Video. Und wir reagieren auf eure Kommentare. Ich hoffe, wir konnten alles beantworten. Ja. Und eure Fragen sind jetzt geklärt. Genau. Wenn es nochmal Fragen geben sollte, könnt ihr die gerne nochmal hier reinschreiben. Vielleicht beantworten wir noch ein paar. Gar kein Problem. Und dann würde ich sagen, folgt uns beiden gerne auf Instagram. Da kommt jetzt auch natürlich viel Hunde-Content, ist ja klar. Und ihr könnt auch gerne dem Instagram-Account von Juli folgen. Der ist auch nochmal hier eingeblendet, gar kein Problem. Auch alles in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, und dann würde ich sagen, gerne einen Daumen nach oben. Ja. Schreibt einen Kommentar. Und dann sehen wir uns auf nächsten Kanal. Aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder einen Vlog gibt. Ja, und zwar morgen. Ja, wir haben euch ganz lieb. Tschüss. Tschüss.